Hallo und willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute beginnen wir mal mit einer Facecam. Hatten wir, glaube ich, so auf meinem Channel noch nie. Ich habe mir sehr, sehr lange überlegt, ob ich dieses Video überhaupt machen soll oder nicht. Entschuldigt mir, wenn ich ab und zu nach unten schaue. Ich habe mir da ein bisschen was aufgeschrieben, damit ich den Faden nicht verliere. Und zwar ist es eine Ansage an dich, Horst. Ich habe mich dazu entschlossen, nicht einfach nur zuzuschauen, sondern ich wollte dir das direkt sagen, was mich stört. Vor einiger Zeit hast du einen Sub-Server aufgemacht. Meine Kumpels und ich hatten mega Bock da drauf und sind auch ziemlich am Anfang drauf gejoint. Haben uns dann ein heruntergekommenes Villager-Dorf gesucht, oder wir haben ein heruntergekommenes Villager-Dorf gefunden, wo wir uns dann bereit gemacht haben, wir die Villager unterstützt haben in ihrem Leben, sie vor Monster beschützt haben und mit ihnen gehandelt haben. Nun ist es aber so, dass sie seit einiger Zeit nicht mehr handeln, nicht mehr schlafen, geschweige denn miteinander schlafen. Es werden keine Nachkommen mehr gezeugt. Es ist einfach nur noch ein Trauerspiel. Und das liegt allein, oder das ist das Verschulden von dem Gott und Herrscher auf diesem Server. Also von dir. Und glaub mir, wir haben wirklich alles versucht, damit diese armen Villager einschlafen können. Wir haben es mit Zwang versucht. Jetzt schlaf endlich oder ich töte dich und deine Katze. Los, schlaf, leg dich ins Bett und schlaf endlich. Wir haben es mit Betrinken versucht. Wir haben es mit Betteln versucht. Bitte, lieber Villager, schlaf doch endlich nur für 5 Minuten, nachher geht's dir besser und wir können wieder handeln. Komm, einfach nur 5 Minuten, nur kurz ein Nickerchen, ein Powernap, mehr nicht. Ich will gar nicht mehr, schlaf nur kurz. Wir haben es sogar mit äußerst drastischen Mitteln versucht. Und jetzt frage ich dich direkt, kannst du damit leben, dass unschuldige Villager nicht mehr schlafen können, nicht mehr Nachkommen zeugen können oder mit anderen handeln? Ich hoffe, du kannst dein eiskaltes Herz erwärmen und schenkst diesen armen Villagern ihren wohlverdienten Schlaf. So, und jetzt noch als kleine Info an alle, die den Witz dahinter nicht geschnallt haben. Nehmt das Video bitte nicht so ernst. Eigentlich ist es mehr eine kleine Anfrage, ob man vielleicht die Einstellung wieder so machen kann, dass die Villager wirklich schlafen und dass der Rhythmus irgendwie wieder stimmt, damit sie wieder handeln. Das wäre mega cool, wenn ihr das nicht wollt, dann ist das so, okay. Ich dachte nur, ich nutze die Gelegenheit für einen kleinen Witz. Also, tschüss zusammen.